Was ihr gerade geguckt habt, ist ein TikTok-Video. Ich habe das auch gekauft und werde es heute probieren. Aber Achtung, das ist keine Werbung. Ich würde euch auch nicht genau zeigen, wie man das Schritt für Schritt detailliert machen und worauf man achten sollte. Socken sind jetzt angezogen und laut der Anweisung kann man dazwischen sitzend oder liegend entspannen. Dann mache ich jetzt eine Pause. Ohne aufzuräumen, habe ich einfach Video gedreht. Da liegt dann mein Frühstück, Schwarzsesampulver und Dokumente, die ich für Visumverlängerung gebraucht habe. Hier liegt noch ein Bayer Leverkusen Trikot, das ich für eine Bekannte gekauft habe. Sie ist ein Fan von Kai Havertz und Julian Brandt. Auf dem Sofa liegt noch ein Buch, das ich vor ein paar Wochen gekauft habe bzw. bei Bilibili gepostet habe, aber bisher habe ich nur 15 Seiten gelesen. Geil! Auf der Verpackung steht noch da Rutschgefahr. Aber jeder Chinesen, glaube ich, sollte ein paar Pantoffel haben. Warum muss ich Socken überziehen? Trotzdem bin ich langsam und vorsichtig gegangen. Durch das Fenster sieht man noch einen großen Garten. Jetzt möchte ich euch meine Haustiere zeigen. Nee, die sind nicht im Garten, sondern fest am Fenster geklebt. Ich gehe mal davon aus, dass das an der Erde liegt, in den Blumentöpfen. Wenn das Wetter warm ist, kommen ganz viele kleine Fliegen und nerven mich. Deswegen habe ich diese Fliegenfalle gekauft. Sie sind transparent und geruchlos. Ach ja, ich muss noch mal darauf hinweisen, das ist keine Werbung. Ach du Schätzchen, wirst du auch mein Haustier werden? Hier habe ich Schnittlauch gepflanzt. Die sind ziemlich dünner als die im Supermarkt. Vielleicht habe ich oft gegossen, deswegen sieht man ab und zu mal Pilze drin. Ich wage es jetzt gar nicht mehr, diese Schnittlauch zu ernten bzw. zu essen. Naja, ich bin halt keinen grünen Daumen. Wenn ihr besser weißt, könnt ihr ruhig in den Kommentaren schreiben. Diese Gartendeko oder besser gesagt Statue habe ich oft als Vollgefutterschale benutzt. Ich habe oft Müsli oder sogar Pasta reingeschmissen. Man sieht ja hier, das ist leer. Hoffentlich sind meine Haustiere jetzt satt. Ach ja, es fällt mir plötzlich ein, dass ich euch erinnern sollte. Also das Video, das ich jetzt gedreht habe, ist nicht geeignet fürs Deutschlernen. Da ich halt keine Muttersprachler bin, mache ich auch oft Fehler oder falsche Betonung, falschen Akzent. Auf Bilibili gibt es immer mehr Leute, die Deutsch unterrichten. Da habe ich reingeschaut und gemerkt, dass sie wirklich schlechte Aussprache haben. Und solche Leute bringen den Schüler bei. Da muss ich sagen, ich kann kotzen. Ey. Diese Lehrer haben die Deutschlernenden, besonders die Anfänger, völlig irre geführt. Schließlich haben die Schüler auch schlechte Aussprache beherrscht, die sogar das Hörverstehen beeinflussen könnte. Okay, zurück zum Garten. Hier sieht man eigentlich direkt die Straße. Also man kann hier durchgehen und die hintere Tür des Hauses erreichen. Deswegen habe ich manchmal Angst, wenn ich nachts in diesem Zimmer bleibe. So, gerade habe ich die Füße gründlich gewaschen und habe jetzt ein brennendes Gefühl, als ob ich ganz viel Sixgod benutzt hätte. Jetzt will ich die Füße weiter pflegen, aber Fußpflegecreme habe ich hier nicht. Ich benutze einfach Bodylotion. Das würde ich auch funktionieren, glaube ich. Okay, ich glaube, ich habe genug gelabert.
Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich auf eure Kommentare und bis zum nächsten Mal.